So, das heißt Blumen. Ich muss gleich bei den Einkäufern Blumen. Da haben wir die preiswerten Blumen. Okay, da kostet die preiswerte Blumen 2,71. 2,45. Okay, warte mal, Bestellung stornieren. Wie viele Blumen nehmen wir mit? Nehmen wir mal 10.000 mit, oder? Oder ist das zu viel? Ich weiß es nicht. Machen wir mal 5.000. So, bestellen. Achso, Warenhaus 1, bestellen. Da haben wir jetzt gehabt, preiswerte Blumen, dann brauchen wir noch die teuren Blumen. Bestellung stornieren und hier nehmen wir mal mit 2.000. Oder nehmen wir 3.000, so. Dann hauen wir die Papiertüten. Ich habe hier 06. Achso, sind auch 06. Okay, sehr egal. Und dann haben wir hier, machen wir 50.000 draus. Und Getränkedosen nehmen wir 20.000. So. Okay. Dann brauchen wir einen Logistikmanager. Hier kommt natürlich der Blumenladen dazu. Aber weißt du was? Ich bin ja doof. Ich nehme hier gleich die Lagerdinge mit. Und dann kann ich morgen im Endeffekt hier gleich aufmachen. Wenn wenigstens mal ein bisschen was da ist. So, dann renn damit. Dann parkst du hier. Und dann müssen wir noch schnell einkaufen. Elgato, der ist da vorne. Aber ich park mich jetzt gleich vor unserem Laden hin. So, und dann gehen wir schnell rüber einkaufen und dann machen wir alles hier drinnen. So, einmal drüber lassen, Dankeschön, und wir nehmen mit frische Lebensmittel brauchen wir. Dann kommen die rein. So, wir nehmen natürlich gleich mal ein Palettenregal nicht. Das Lagerregal. Warte mal, die Registrierkasse muss ich ja auch einfach derweil mal so reingeben, damit es einfach mal aufleuchtet, dass ich hier bei den Logistikmanagern. So, ich sag mal, Papiertüten haust du rüber, 2000, ich weiß nicht, das müssen wir erst dann einmal in die richtige Kategorie setzen, dann müssen wir mal schauen, wie viel das wir pro Tag verkaufen. Bei den preiswerten Blumen haust du 500 drüber und bei den teuren haust du auch 500 drüber, beziehungsweise hier machen wir 1000. So. Achso, meine Sackkarre hätte ich gleich mitnehmen können. So. Lager verwalten. Dann brauche ich mal abgerundetes Regal. Ich brauche da nochmal zwei.
So. Dankeschön. Boah, schon praktisch hier, ne? Und rein da. So, dann holen wir noch die anderen Sachen. Was haben wir noch? Lagerregale. Bup, 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 bup. Rinder. So. Eine Registrierkasse, abgerundetes Regal. Da haben wir noch zwei. Die Reinigungsstation und den Getränkekühlschrank. Also, warte mal. Dann platzieren wir die mal hier hinten. Der Getränkekühlschrank kommt. Weiß ich noch nicht, wie wir das genau stellen. Dann müsste ich mit dem um eins weiter rüberfahren. So, ne? Das heißt, hier kommt preiswerte Blume, teure Blume, preiswerte Blume, teure Blume. Dann müsste man hier eigentlich ja, ich bräuchte fast einen zweiten, einen Getränkekühlschrank. So. Praktisch, wenn man den vor der Tür hat. Dann läuft man einfach rüber und hopp, wir holen uns noch einen. Einen Getränkekühlschrank. So, wir geben die Bestellung auf. Und wir sind schon wieder am Weg rüber. So. Nee. Hä? Ich häng fest. Nee, ich häng fest. Wieso häng ich fest? Drehen kann ich, aber... Nein! Ah, wir haben es gelöst. So.
Dann schauen wir noch, was haben wir noch im Auto? Lager verwalten. So, wir haben Registrierkasse, Schreibtischpflanze. Okay, die stelle ich jetzt erstmal hier unten ab. Hier könnte man auf jeden Fall alles vollballern mit Blumen. Das heißt, warte mal, wir haben Ika. Da müssen wir auch noch rüber. Stimmt. So, dann rufen wir hier noch an. Wir nehmen Blumenladen morgen. Hier könnte man auf jeden Fall mit denen spielen. Nehmen wir überall. Nee, das wird sonst zu viel. Wir können auch wieder eine Uhr reinklatschen. Dann brauchen wir die Lautsprecher. Nehmen wir 4 Stück. Ja, passt. Dann machen wir dazu. Und dann fahren wir am besten rüber zu den Grafikern, ne? So. Wo sind denn schon wieder unsere Grafiker? Warte mal, das kann ich jetzt mal wieder ausschalten. Das ist Personal. Wieso sehe ich ihn das schon wieder nicht? Ah, hier. Also, weil das so ein riesiges Gebäude ist. Wir sind am Weg. Dann machen wir unsere Grafiker. Fertig, soweit mal, dann können wir morgen gleich wieder neu einstellen. Ich habe jetzt auf was anderes. Hoppla. Ich habe jetzt hier rüber geschaut, weil ich dachte, was machten die hier? Und dann hat es gecrashed. Hoppla. Badam! Wieso hat denn das Auto keine automatische Abbremsung? Dass sie die Umgebung wahrnimmt. Achso, das ist Parkplatz. Ich muss hier rüber. Oder so eine automatische Einparkhilfe wäre auch nicht schlecht. So, ganz vorne haben wir. Hoppla. Da steht unsere Ware. Whoop. Wo ist unser... Hier. Wir nehmen mit, Sakare. So. Schreibtisch. Aber ich muss hier auf jeden Fall mehr reinkriegen. Ich frage mich halt nur, wie. Ich krieg da, wir haben jetzt erst, wie viele Arbeitsplätze haben wir hier erst?
18 von 50. Warte. Die werden halt ziemlich gequetscht hier. Ich selbst komme nicht mal dran vorbei. Haben wir nur eines frei, das wäre dann hier und hier. Machen wir so und der kommt ein bisschen weiter rüber. Okay. Okay, dann können die wieder arbeiten kommen. Laptops haben wir vergessen. Ich glaube, der Tisch wird erst gerechnet, wenn ein Laptop drauf ist, gell? Inventar, Zeitplan. Verdammt, dann habe ich die Laptop vergessen. Verdammt. So, dann haben wir Mehrzweckstuhl. Wir nehmen die Schreibtische wieder mit hoch. Hallo, jetzt. Nee, zurück rein und... Ah, das geht nicht. So, Chefschreibtisch. Mausbett. Por no hacerlo despacito.
Okay, Mehrzweckstuhl. Später haben wir es schon 23 Uhr. Wie sieht es bei uns aus? Oh, da haben wir schon wieder gar nichts mehr. Gibt's ja gar nicht. Ah, weißt du was? Die zwei hole ich trotzdem jetzt derweil hier nach oben. Das sieht sonst doof aus. So, Mehrzweckstuhl. Wir haben Laptops mitgekauft. Ah, verdammt. So. So, dann hier. Okay, dann warte mal. Hier haben es alle. So. So, und wieder Rinder. Da ist ein Grafik-Tablet drauf und hier ist auch noch eins drauf. Aber da fehlt der Laptop für. Dann haben wir gleich noch die Mausbett mit dazu. So, das nächste Mal muss ich zwei Laptop mehr bestellen. So, und dann hier. Das heißt, die sind jetzt alle mit Mauspads voll. Passt. Was haben wir hier eigentlich noch? Grafik. Okay, da haben wir sogar noch verpackte stehen gehabt. Auch nicht schlecht. Naja. So, dann. Ich habe 10 Tische bestellt. Achso, ich habe ja. Warte. Da hinten haben wir ja auch noch. Da ist aber Mausbett drauf. Die arbeiten ja schon alle. Hier ist noch einer. Ah! Dann haben wir aber die zwei. Warte mal, hier das Grafik-Tablet. Hier rein. Und das zweite
Was war das? Stellen wir da rein. Dann haben wir auch hier noch ein Grafiktablett. Dann sind mal hier die Räume nämlich fertig, oder? Die arbeiten alle. Da ist was drauf, da ist was drauf. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall so. So, was haben wir dann? Die Pflanzen sind nur noch dran. Die kriegen es natürlich auch ein bisschen schicker hier. So, und was haben wir noch drin? Eine Schreibtischpflanze. So, dann haben wir hier noch drinnen. Bup, bup. Warte, Schreibtischpflanzen. Die haben sogar drauf. Der hat jetzt zwei drauf, sehe ich gerade. So, passt. Ich glaube, dann habe ich draußen ist das weg, das passt. Und hier haben wir nichts drinnen. Nö. Okay, dann können wir eigentlich nach Hause fahren. Bup, 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 bup. Wo sind wir denn hier zu Hause? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. And you should know that I'm with all the when you sit down and just watch the film. Dann können wir ein bisschen schlafen gehen. Apropos, warte mal, ich wollte ja, wir haben ja, wo haben wir umgestellt? Pizzaladen wird schon besser. Florist ist klar, der macht Minus. Zigarren. Ja, dann füllt es halt nach. Wie wär's? Ach, Getränkedosen haben wir jetzt keine rübergekriegt. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das heißt, Getränkedosen... Wie viel haben wir noch mehr? 200, passt schon. So, aus dem Weg. Biege ein bisschen schneller ab. Wir wollen nach Hause eine Runde schlafen. So, wir haben 1 Million am Konto. Also ich muss hier rüber. Das Problem ist, mit dem findet man so schlechten Parkplatz. Aber ist egal, dann packen wir uns hier hin. So, und wir parken. Boah, er fährt mich fast nieder da, hey. Also ich muss unsere Lebensmittel mit raufnehmen. Da, halb sechs morgens. Wir sind komplett ausgelaugt. Puh. Okay, wir spielen ein bisschen wenigstens. Und dann schauen wir, dass wir wenigstens ein bisschen ins Bett kommen. Ja, gute Nacht.